Hier treffen sich die E-Sport-Fans für Eisprinzessin zu spielen, Hockey zu spielen oder einfach nur ganz gemütlich ein paar Stunden auf den Schlittschuh zu verbringen. Zu Zermatt, auf der Eisbahn. Gerade nebeneinander gibt es eine Kunst wie euch eine Natur-Eisbahn. Für die Herstellung von diesen Eisbahnen ist der Sepp Schneider zuständig. Er ist der Leiter von Sport- und Schulanlage zu Zermatt. Das ist kein Problem. Die grössten Herausforderungen sind ganz klar bei dem Aufbau von Natur-Eisbahn, dass wir regelmässige Minustemperaturen haben. Die haben wir zum grossen Gleich gehabt. Was wir nicht hatten, haben eine Grundlage mit dem Schnee. Den mussten wir produzieren mit Schneekanonen. Und die Herausforderungen nachher, dass die Temperaturen ist, die bleiben auch den Tag über. Weil mit einem Föhn brauchen, ist die Boden mal wieder ein paar Zentimeter Eis weg. Unter dem Matterhorn Schlittschuh fahren fasziniert Einheimische und Gäste und dient euch als Alternative zum fehlenden Schnee. Also der fehlende Schnee, das ist mehr Frequenzen gebracht. Vor allem Familien mit den Kindern sind mehr da gewesen. Und der Einfluss ist eher, wir haben, wenn es mal nicht gerade super Wetter wäre oder ist, so haben wir ein zusätzliches grosses Angebot. Währenddem, dass man die Kunst-Eisbahn meistens schon Ende Oktober betreiben kann, geht es auf der Natur-Eisbahn kurz vor dem Festtag und also richtig los. Die Aufbauphase, bis die Natur-Eisbahn steht, die geht mehrere Wochen. Beide Bahnen sind dann meistens bis Ende Februar, spätestens Anfang März offen und haben im Dorf eine wichtige Bedeutung. Also für uns ist das natürlich sehr wichtig, dass wir eine gewisse Fläche anbieten können, den Gästen. Vor allem, weil wir auf der Kunst-Eisbahn eher für Hockeysport machen oder Lala spielen. Und auf der Natur-Eisbahn ist das freie Eislaufen und der Curling-Sport oder Eisstockschießen im Angebot. Neben der Kunst-Eisbahn ist eine Wetterstation aufgebaut, die sämtliche Temperaturen registriert. Auch so gefriert sie zum Beispiel nicht mehr, sobald das schneit oder regnet. Der Vorteil, die bestehende Eisqualität bleibt erhalten. Dazu ist die Wetterstation, die im Sepp Schneider viel Arbeit abnimmt, euch energiesparend. Stellt sich die Frage, welche Eisbahn hat die bessere Eisqualität? Also die Eisqualität ist so, dass auf einer Natur-Eisbahn, wenn man die gut präpariert, eigentlich fast weicher Eis ist als auf einer Kunst-Eisbahn. Es ist ein angenehmeres Fahren, weil wir nicht eine grosse Kälte drin haben, aber gleich eine regelmässige Eistemperatur haben. Hingegen auf einer Natur-Eisbahn, Kunst-Eisbahn, Entschuldigung, da kann man schon auch regeln. Aber es ist schwieriger, weil die Aussentemperatur auch wieder eine Rolle spielt. Und hier ist einfach tatsächlich die Natur und das ist eher idealer. Eine bestimmte Dicke, die sie ist, muss haben, dass man drauf euch Schlittschuh fahren kann, gibt es nicht. Ideal ist Leute im erfahrenen Eismeister, im Sepp Schneider, aber so 15 bis 20 cm Eisdicke. Wenn man weniger Eis hat, gibt es dadurch euch weniger Eiskälte. Obwohl Zermatt kostenlos zwei Eisbahnen für Einheimische, Gäste und Besucherinnen und Besucher anbieten, ist das Publikum auf beiden Bahnen ein unterschiedliches. Jetzt ist es so, dass wir auf der Kunst-Eisbahn, vor allem weil die Banden da sind, lassen Hockey spielen. Das sind heute die Sicherheitsnetze da. Also ist auch eine Sicherheitsfrage. Wenn ihr das auf der Kunst-Eisbahn Hockey spielen und kleine Kinder Schlittschuh fahren oder Familien Schlittschuh fahren, ist das eine Gefahr. Und durch das wird es trennen und auf der Natur-Eisbahn das freie Eislaufen und auf der Kunst-Eisbahn das Hockey spielen. Der, der mit Böck und Stecken über die Eisbahn gleitet, der steht also zwingend auf der Kunst-Eisbahn, wo euch der heimische Hockey-Club seine Heimspiele und Trainings austreibt. Die Natur-Eisbahn ist dafür eine von grössten landesweit. Wir haben über 4'000 Quadratmeter Natur-Eisch und die 2'200 Quadratmeter Kunst-Eisch. Das Natur-Eisch, könnt ihr euch vorstellen, das wird mit ca. 10'000 Kubik Wasser brauchen wir, bis wir die 20 cm haben, auf die 4'000 Quadratmeter hergestellt. Und das ist doch eine rechte Sache. Und ich bin stolz drauf. An diesem Drehtag finden wir uns schließlich auf der Kunst-Eisbahn als Publikum. Der Grund ist simpel. Für die Horo Trophy, einem national beliebten Girling-Turnier, macht man die Natur-Eisbahn zu Weg. Das Turnier das ist auch so angesehen, dass trotz 70 bis 80 Mannschaften immer noch eine Warteliste besteht. Wer derweil auf die Kunst-Eisbahn will Schlittschuh fahren, der kann in Sportgeschäften ganz einfach Schlittschuh mieten.
Die Leute, die kommen, fragen, ob ihr euch Schlittschuh vermietet. Wir in Zermatt machen das nicht. Wir haben euch den Eintritt auf den Eisbahnen ist gratis. Es muss niemand etwas zahlen. Wir haben aber mit diesen Sportgeschäften, das sind drei Sportgeschäfte, die Eis die Vermietungen machen, der Reparatur der Schlittschuhe, Schleife und so weiter. Und das funktioniert eigentlich gut und die haben einen flotten Nebenverdienst. Und auch so gibt es mit dem Schlittschuhfahren und dem Matterhorn uns schliesslich glückliche und zufriedene Gesichter. Und es bleibt Erkenntnis, dass niemand zu klein ist, für E-Sport zu betreiben.